Bei mir sind die Autoren des Buches Mutmacher, und zwar Walter Stuber zu meiner Rechten, zu ihrer Linken, und Dirk Eckert von der anderen Seite. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo auf der Buchmesse in Leipzig. Ja, wie gerade eben schon mal angekündigt, ihr beide, wir kennen uns also ein bisschen, ihr beide habt das Buch geschrieben, Der Mutmacher. Warum geht es in diesem Buch? Lieber Dirk, kannst du mir ein bisschen was dazu oder unseren Zusehern erklären oder zeigen? Ja, es ist ja das Praxishandbuch von zwei verrückten Unternehmern. Und zwar geht es hier um das Mutmachen von, sage ich mal, Mitmenschen, welche gern sich selbstständig machen würden oder den Gedanken nachgehen, sich selbstständig zu machen. Weiterhin schreibe ich auch in diesem Buch, wie dieses Schulsystem heutzutage bei uns aufgebaut ist, dass eigentlich nur Bewerber erzogen werden und wir doch Unternehmer, gerade im Mittelstand, hier in unserem schönen deutschen Land brauchen. Verstehe ich das richtig, dass es auch ein Aufruf ist, das Schulsystem ein Stückchen weit mal zu überdenken? Na, einfach mal nachzudenken, dass man vielleicht die Jugendlichen dem ein bisschen erzieht, dass sie auch ein bisschen Verantwortung für sich und vielleicht auch für ihre Freunde oder für ihre Generation übernehmen. Lieber Walter Stuber, ich weiß, dass du christlich sehr stark engagiert bist und alles, was im Christentum ist, hat viel mit dem Thema Werte zu tun. Ich vermute, dass auch einiges im Bereich Werte hier in diesem Buch enthalten ist. Ist dem so? Es ist so, in dem Buch ist enthalten, dass man relativ ehrlich durch die Welt gehen soll, ja, und Gelassenheit. Gelassenheit ist auch für Unternehmer ganz wichtig, mal von außen die Firma anzuschauen und nicht immer im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist absolut wichtig, kann ich in meinen Funktionen, wo ich unterwegs bin, auch bestätigen. Du hast mich damals ziemlich beeindruckt, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, durch deine Visitenkarte. Ich vermute mal, du weißt, was ich meine. Big Five for Life. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was es ist und warum du das auf deine Visitenkarte genommen hast? Big Five for Life ist für mich, man sollte sich noch 5 große Sachen im Leben vornehmen. Und viele Leute nehmen das, sagen, ja gut, nach der Rente mache ich noch einen Ausflug nach Afrika oder nach Amerika. Und ich sage, ja, es ist wichtig, aber manche Sachen soll man sofort umsetzen und man sollte dafür hart arbeiten, dass man sich manche Sachen leisten kann. Und für mich ist jetzt noch so ein ganz wichtiger Punkt, die Nachfolge zu regeln. Ja, jetzt 7 Jahre, bevor ich ausscheide, ist so ein ganz großes Big Five von mir, Nachfolge an meinen Sohn Ingolf voranzutreiben. Vielen lieben Dank. Lieber Dirk, Mutmacher, du hattest gerade vorhin schon angedeutet, ihr wollt die Menschen dazu animieren, in dem Bereich, ich sag mal, Unternehmertum aktiv zu sein. Was ist deine, was ist eure Vision und wie hängt es mit dem Thema Mutmacherbuch zusammen? Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erklären? Ja, unser Thema zum Mutmacher. Es ist ganz eindeutig wirklich die Nachfolge unseres Unternehmens. Dem Walter, sein Sohn, ist schon im Unternehmen. Und mein Sohn ist gerade 18 Jahre. Er macht sein Abitur. Und natürlich den Nachfolgern etwas vorzuleben, was es lohnenswert ist, eine Firma unserer Größe zu übernehmen, ist natürlich mein Herzenswunsch. Und ob das dann mein Sohn macht oder meine 25-jährige Tochter, die auch schon wieder selbstständig ist in der Filmbranche, das ist eigentlich nicht das Thema, sondern wir wollen einfach, dass diese Firma, die wir unter schwersten Bedingungen und auch mit viel Herzblut aufgebaut haben, ordentlich nicht irgendwo im Sande verläuft, sondern dass die auch weitergeführt wird. Kann ich nachvollziehen. Und vor allen Dingen hast du gerade eben gesagt, deine Tochter ist im Bereich Filmindustrie. Das heißt, hier werden auch viele mit Netzwerke aufgebaut. Und ich weiß von euch, dass ihr netzwerkmäßig sehr aktiv seid. Walter, magst du uns ein bisschen was erzählen, was du eigentlich alles so machst und wo du überall aktiv bist und was es dir aus deiner Sicht heraus für euch bringt? Wir sind zum einen auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Dort teilen wir zurzeit unsere 6 Blogs, die wir fast wöchentlich beschreiben. Zum Beispiel auch unter www.spezialgerüstbau haben wir einen Blog. Jetzt das neueste Projekt, was wir zurzeit machen, ist echtsächsisch.blog. Ja, wir schreiben dort sächsische Beiträge, weisen auf die Region Sachsen, auch Ostsachsen hin, was Sachsen Schönes bietet. Mit auch teilweise Kochrezepten regelmäßig.
Ich bin aktiv noch in Christen in der Wirtschaft. In NABU bin ich aktiv, zum anderen auch im BVMW sind wir aktiv unterwegs und auch Business Netzwerk International, was für uns ganz wichtig ist, Sichtbarkeit. Sichtbar bleiben, den Menschen was Gutes tun, wer gibt, gewinnt, ist für uns ein ganz großes Motto und wir schaffen Verbindungen zwischen Unternehmer. Wir wollen Verbindungen schaffen unter Unternehmer und wir wollen den anderen Unternehmer helfen, voranzukommen. Das ist ein sehr, sehr lobenswertes Unterfangen, was ihr da gerade habt. Lieber Dirk, jetzt seid ihr ja hier auf dieser Buchmesse. Ich glaube, das erste Mal auch, dass ihr auf der Buchmesse seid. Was sind eure Erwartungen, dass ihr hier seid und wie wurden die bisher erfüllt? Also die ganz klare Erwartung war Sichtbarkeit erstmal für unser Buch Mutmacher zu erreichen und vor allen Dingen Sichtbarkeit für unsere beiden liebstes Kind, unsere Firma, die Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH. Das ist natürlich, sind natürlich Symbiosen, die auch eigentlich zusammengehören. Deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, einfach Sichtbarkeit hier in Sachsen. Denn wir haben vor einem Jahr unseren Mitarbeitern versprochen, gerade auch in diesem BNI-Netzwerk, 50% unserer Aufträge hier im Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu generieren. Und das ist natürlich eine Aufgabe auch für unsere Mitarbeiter, dass diese auch nicht mehr ganz so weit in die ganze Bundesrepublik fahren möchten. Und ich muss sagen, das ist uns jetzt gelungen. Wir haben jetzt vor kurzem wieder drei große Aufträge von Brücken, Talsperren und Türmen hier in Sachsen erhalten. Wir haben gestern einen großen Beitrag gehabt in Halle an der Burgbrücke. Wir haben eine Eisenbahnbrücke in Flöha bekommen. Wir haben die Lehnmühle als riesengroße Talsperre. Das ist eine richtig große Aufgabe für uns. Und das macht uns schon glücklich, dass wir das schon teilweise sehr gut geschafft haben. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass ihr euch erfreuen könnt, dass ihr sowas in der Art hinbekommt. Jetzt letzte Frage an dich, lieber Walter. Ich weiß, dass du, hast ja auch vorhin gesagt, christlich sehr aktiv bist. Es gibt einen Kongress christlicher Führungskräfte. Das heißt, ich vermute mal, dass wenn ihr die Aufträge nach Sachsen holen wollt, braucht ihr aber auch überregionalen Input. Ist das der Grund, warum ihr diesen Kongress besucht oder was versprecht ihr euch davon für euch und für eure Mitarbeiter, warum ihr dorthin geht? Also wir wollen zum einen auch unsere Werte, was wir leben und unsere Mitarbeiter vorleben, dort weiter nach vorne bringen. Wir wollen andere ermutigen, genau auf diese Werte aufzuspringen. Ja. Und was für uns auch so ein ganz wichtiger Wert ist, Glaubhaftigkeit. Ja. Und auch die Finger zu lassen von schmutzigem Geld. Ja, das wollen wir einfach zeigen. Ja. Wir haben das auch teilweise in unserem Buch beschrieben, wie wichtig heute ist, auch Visionen zu haben, Visionen in die Welt zu tragen. Ja, und auch christliche Visionen in die Welt zu tragen. Und wir stehen mit unserem Unternehmen dahinter. Jetzt habt ihr ja uns das Buch mitgebracht oder die Bücher mitgebracht. Und wir lassen natürlich niemanden hier vom Stand runter, ohne dass das Buch signiert wird. Ich möchte euch daher einen wunderschönen Kugelschreiber, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist es aber nicht, sondern ein ganz tolles Schreibgerät geben und würde euch bitten, das zu signieren. Zu drehen ist es, um es zu öffnen. Und während ihr jetzt gerade das signiert, an dich, Walter, schon mal die Frage, wo möchtest du ganz gerne im nächsten Jahr hin, was möchtest du in dem Fall mit deinem Unternehmen oder mit deinem Mutmacherbuch erreichen? Was habt ihr mit Mutmacher eventuell noch vor? Das Neueste, was jetzt zur Messe rausgekommen ist, ist eine Hör-CD, die ist jetzt rausgekommen. Wir sind dabei, das Buch Nummer 2 zu schreiben, Mutmacher, das Praxishandbuch von 5x5 verrückten Gründer. Das ist das nächste Projekt, das soll also bis Oktober abgeschlossen sein und wir möchten mit diesem Buch zur Frankfurter Buchmesse gehen. Das ist so unser Gedenken und wir hätten ganz gern das Buch 100.000 Mal verkauft. Das ist uns, steht in der Vision drin und ich glaube, das gelingt uns, wenn man das heute anschaut. Wir haben nach ungefähr 2,5 Monaten 2.500 Bücher verkauft. Wenn man das mal hochrechnet, geht relativ schnell, wenn man es multipliziert. 2.500 mal 2.500 könnt ihr selber ausrechnen, wie schnell das geht. Ja, das ist wohl definitiv wahr. Und während Walter gerade nochmal unterschreibt an Dirk die Frage,
Das eine hatten wir gerade eben gehört gehabt für Führungskräfte. Ich hatte mal was gehört sogar von Mitarbeiterinnen oder was in der Richtung mit Mutmacher. Was wird das werden? Ja gut, wir haben dann natürlich noch viele, viele Ideen für weitere Auflagen unseres Mutmacherbuchs. Vielleicht werden wir mal irgendwo schreiben 5x5 tolle Bürogeschichten oder sowas ähnliches. Aber wir machen jetzt erstmal das eine und uns fällt auf jeden Fall unbedingt noch was Neues ein. Ja, also ich durfte, liebe Zuschauer, das Buch Mutmacher auch schon mal lesen und kann es nur empfehlen, sich wirklich durchzulesen und die Lust zu bekommen am Unternehmerdasein. Und daher ganz lieben Dank an Dirk Eckert und Walter Stuber für den Besuch im Studio auf der Leipziger Buchmesse. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.